Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir alle haben ja ein befrachtetes Programm und ich komme gleich in Medias Res. Das ist die Agenda, die Sie sehen. Und dann beginnen wir. Wer oder was ist die WHO? Die World Health Organization, das wissen wahrscheinlich relativ viele. Was aber wichtig ist, ist, dass die weder gewählt sind noch demokratisch legitimiert. Und das ist schon entscheidend für uns. Im Gegensatz zu früher. Früher war die WHO beratend ausgerichtet. Heute möchte sie immer mehr gern diktatorisch Einfluss nehmen auf die weltweite Gesundheitspolitik und Geschäftsinteressen. Sie ist weitgehend finanziert, eben nicht durch die Mitgliedstaaten, wie das Frau Kronig heute mit ihren Glutschaugen gutgläubig uns weismachen will, sondern eben hauptsächlich durch Privatinvestoren, die da wären die üblichen Verdächtigen, Bill und Melinda Gates, Rockefeller Foundation, es gibt andere NGOs. Und allen voran an den Ländern sind USA, China und Deutschland. Unterstützt wird die WHO auch durch das WEF und viele relativ intransparente Firmengeflechte. Was nun Schule gemacht hat, ist, dass Leute gemerkt haben, dass man mit Healthcare Geld verdienen kann. Das ist das sogenannte Corporate Capture of Public Health, das nun um sich greift. Man kann, wenn man das kontrolliert, viel Geld verdienen. Und darum geht es letztendlich. Es geht nicht um die Gesundheit, es geht ums Geld verdienen. Und die WHO handelt sehr proaktiv auch als Lobbyist der Pharmaindustrie. Bisher war sie, wie gesagt, weitgehend beratend mit Empfehlungen. Wir haben gesehen, was für Empfehlungen die WHO im Rahmen von Covid rausgegeben hat. Lockdowns waren überflüssig. Die Masken bringen nichts. Die Impfung, die keine Impfung ist, da sie weder eine Übertragung noch eine Ansteckung noch ein Krankwerden weitgehend verhindert. Trotzdem wurde dem Glauben geschenkt und wurde gebetsmühlenartig die Botschaft verbreitet, auch seitens unserer Regierung. Es kam zu einer Aufweichung des Pandemiebegriffs in der Corona-Zeit. Das heißt, die Anzahl oder die notwendige Schwelle, um den Pandemiebegriff zu rechtfertigen, wurde so abgesenkt, dass eben die Pandemie da ist. Das ist etwa wie, was ich letzte Woche gesehen habe, im Lawinenforschungsinstitut, das ich besucht habe und feststellen musste, dass immer mehr rote Karten gezeigt werden. Da habe ich gefragt, wieso ist es? Gibt es mehr Lawinengefahr heute? Nein, wir haben die Schwelle der EU und der USA angepasst. Und darum gibt es plötzlich mehr Rot, es gibt mehr Lawinengefahr. Es gibt ja plötzlich mehr Stürme, mehr Wirbelstürme, Schneestürme. Und wenn man draußen steht, passiert überhaupt nichts. Muss man sich mal überlegen und auf der Zunge zergehen lassen. Was will die WHO? Und ich betone das. Mit dem Pandemie-Pakt und den internationalen Gesundheitsvorschriften. Die sind beide gefährlich, vor allem die Gesundheitsvorschriften, weil man die uns subkutan so einflößen will. Die sind mindestens so gefährlich. Man möchte ein weltweites Kontrollorgan mit weitreichenden totalitären Durchgriffsrechten. Das heißt, die Staaten verlieren bis zu einem gewissen Grad die Eigenständigkeit und die WHO wird ermächtigt, durchzugreifen. Weitgehende Autonomie beim Ausrufen von Pandemien, das heißt, es gibt keine Checks and Balances mehr. Es ist dann alles immer auf Rot gestellt, wenn es diesen Damen und Herren passt. Sie haben die alleinige Befugnis, Notstandssituationen auszurufen. Die Übertragung der politischen Verantwortung an die WHO bedeutet, dass unsere Grundrechte massiv beschnitten werden. Es führt zu einer Einschränkung der Freiheit, der Selbstbestimmung des Individuums und auch der Grundrechte des Individuums. Und am schlimmsten ist es, dass das Ganze dann noch ausgedehnt wird auf unsere Ernährung und auch den Wohnraum. Da sind wir dann schon beim Stichwort die 15-Minuten-Städte. Also man hat irgendwie das China-Modell vor Augen, wo Leute massiv in der Freiheit beschränkt werden. Und da muss man sich fragen, wollen wir das? Und ich meine, nein. Was heißt das für den Bürger? Das heißt, dass die Gesundheit
nicht mehr dem Individuum untersteht, sondern zentral kontrolliert wird. Es werden Einfluss genommen auf medizinische Behandlungen. Es wird ein weltweiter Gesundheitspass geplant. Das heißt immer, ja, heute Morgen schreibt die Frau Kronig, ja, wir werden uns einem Impfpass, einem weltweiten, widersetzen. Das möchte ich dann noch sehen, wenn Sie den Vertrag unterschreiben, wie Sie das machen wollen und vor allem, wenn andere Länder das tun, wie wir uns dann als Schweizer Bürger verhalten wollen. Eine nicht gewählte und nicht demokratisch legitimierte Institution, die legt keinerlei Rechenschaft ab über das, was sie tut. Also es fehlen Checks and Balances und es sind Fonds und, oder Summen in Milliardenhöhe vorhanden, um das durchzusetzen. Es gibt Pläne, und die habe ich selber gesehen, wo man, wie geht man um mit unliebsamen Botschaften von Leuten, die einem nicht passen. Da gibt es Zensurprogramme, da wird sehr aktiv eingegriffen. Man will verhindern, dass gegenteilige Meinungen überhaupt publiziert werden können. Die WHO bestimmt allein, wann, wo, für wen welche Gesundheitsprodukte entwickelt werden und zu welchem Preis sie über wen wo vermarktet werden, muss man sich mal vorstellen. Die Pharmaindustrie hat vordergründig vielleicht kein Interesse daran, würde man meinen, aber sie hat schon ein vitales Interesse, weil man über Langzeitverträge Preise sichern kann und Absatzmärkte. Und darum geht es letztendlich. Die Steuerung der Ernährung und über Anpassungen der Agrarwirtschaft wird da auch gefördert. Also zum Beispiel, dass man sagt, ja, kein Fleisch mehr essen, vegan sich ernähren und, und. Das ist ein Modell China. Da muss man sich schon fragen, ob man das wirklich will. Was will man pro Schweiz? Pro Schweiz will die gesundheitliche Selbstbestimmung ohne Überwachung fördern und durchsetzen. Wir wollen die nationale Souveränität über das Gesundheitswesen beibehalten und nicht abtreten an eine nicht legitimierte Institution. Es soll weder ein Behandlungszwang noch ein Impfzwang vorliegen. Wir wollen eine unabhängige, reformierte WHO als neutrale, beratende Instanz, wie das früher der Fall war. Und da hat sie auch durchaus ihre Meriten gehabt. Die Grundrechte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bleiben für die Bürger jederzeit unangetastet. Und die Gesundheit soll ohne Zwang erfolgen. Wir wollen gesund sein, aber ohne Zwang. Staatliche Barmherzigkeit und Fürsorge führen langfristig zu immer weniger Freiheit und Wohlstand, meine Damen und Herren. Was ist nun zu tun? Es fällt ja auf, dass viele Leute noch staatsgläubig sind und denken, ja, das kann ja alles nicht so schlimm sein, ja, und der Bundesrat meint es ja gut mit uns und alles, und daneben solche Artikel wie heute Morgen, da stehen einem die Haare zu Berge. Wir müssen einen Wake-up-Call machen, wir müssen die Leute wachrütteln, Parlamentarier wachrütteln, das Volk wachrütteln. Wir müssen eine massive Verbesserung des Informationsstandes bei Politikern und in der Öffentlichkeit erzielen, proaktiv informieren, die Politikerinnen und Politiker in die Pflicht nehmen und einen Marschhalt erzwingen, dass man nicht weiterverhandelt mit der WHO, bis das Parlament und auch das Volk letztendlich informiert darüber selber entscheiden kann. Es kann nicht sein, dass am Volk vorbei politisiert wird und Verträge unterzeichnet werden, die die Bundesverfassung verletzen. Jetzt haben wir gesagt, ja, wir glauben, es ist so und wir möchten eigentlich mal wissen, was denkt eigentlich das Volk darüber? Weil das ist ja noch entscheidend. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie haben Verträge in Ihren Dokumenten. Und wenn Sie mal die Impfverträge ansehen seitens der EU und Südafrikas, die sind umgeschwärzt mit Pfizer, da muss ich sagen, wer so einen Vertrag unterschreibt, der gehört vor ein Gericht. Also wenn man als Manager so sehr die Interessen seiner Unternehmung mit Füßen treten würde, wie das da geschehen ist, kann man als Top-Manager nur noch zum Teufel gejagt werden und gerichtlich belangt. Und wir wollen wissen, was für einen Vertrag
die Schweiz unterschrieben hat. Und ich denke, als Volksvertreter und als Volk sind wir berechtigt, weil es sind letztendlich unsere Steuergelder, die da verschleudert werden. Wir sind berechtigt, das zu wissen. Darum bestehen wir darauf, dass wir ungeschwärzt die Verträge sehen. Und die wissen ja, wieso sie sie schwärzen. Und ich kann Ihnen sagen, lesen Sie die ungeschwärzten Verträge durch. Das sind Knebelverträge in einer Art. Ich bin weit über 30 Jahre im Healthcare-Business tätig. Und ich habe viele Verträge unterschrieben selber. So einen Vertrag habe ich noch nie gesehen. Das ist, also Knebelvertrag ist noch das Minimum, was man sagen könnte. Das sind eigentlich verbrecherische Verträge. Und wenn ein Beamter, wer auch immer das war in der Schweiz, ich weiß nicht, wer es unterzeichnet hat, aber ich möchte es gerne wissen, die Leute muss man zur Verantwortung ziehen. Das ist ohnehin ein Thema, auch von Pro Schweiz, dass im Management einer Firma sind sie permanent unter Generalverdacht und sie werden zur Rechenschaft gezogen, wenn sie Fehler machen. Accountability heißt das auf Englisch. Das fehlt bei unseren Beamten. Die können wursteln, Fehler machen, Geld ausgeben und sie kommen nie zur Kasse. Und ich meine, das ist wirklich untragbar.